Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Projekt zeige ich euch mal, wie ich hier diesen coolen massiven Stuhl baue. Das ist sowas wie ein Thron. Manche haben auch auf Instagram schon gesagt, der sieht aus wie von Game of Thrones, der Thron. Es fehlen nur die Schwerter hinten dran. Aber ich schätze mal, der ist ähnlich massiv. Das komplette Projekt ist aus Buche gebaut. Ist weitestgehend ohne Material, ohne Metall verschraubt worden. Das seht ihr dann aber gleich im Projekt. Ich zeige euch, wie ihr Schraubenverbindungen verstecken könnt. Wir werden meine Dübelvorrichtung selber benutzen, damit könnt ihr Rundhölzer herstellen. Das seht ihr dann alles im Video und generell ein sehr, sehr schönes Massivholzprojekt. Ihr seht, wie ich hier diese massive Schräge mit der Bandsäge schneide. Das sind wirklich sehr, sehr hohe Schnitte und auch das seht ihr im Projekt. Und wenn euch das Projekt hier interessiert, müsst ihr einfach nur im Video dranbleiben, da seht ihr dann alles Nähere. Ne? Ja. Ja. Viel Spaß. Soll ich dann noch sagen, ne? Ja, gerne. Viel Spaß beim Video. Wir brauchen jetzt ja natürlich erstmal Holz. Das habe ich vor ein paar Jahren schon gekauft. Das werden wir jetzt erstmal holen gehen. Hier sehen wir jetzt auch schon das Holz, was wir benutzen werden. Das ist schöne Buche. Die liegt hier jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren, das ist das Holz für den tollen Stuhl, den wir heute bauen werden. Ich weiß nur, dass hier vorne die Bohlen teilweise ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen haben, aber ich werde jetzt einfach mal alles freiräumen und schauen, wie das Holz von beiden Seiten ausschaut. Das hier sind noch Teile, die habe ich mit der Rodersäge klein geschnitten. Keine Ahnung, was ich mit ihnen machen soll. Oh nee, es klebt die Scheiße dazwischen. Das gäbe es doch nicht. Super. Ich habe die Bohlen jetzt hier in der Garage und ich werde jetzt erstmal hier diese hochtragen und werde die erstmal zuschneiden, werde mal schauen, wie viel ich noch brauche und später die anderen dann noch hochholen. Die sind megamäßig schwer. Und deswegen habe ich auch die dickere nicht geholt, weil die ist eigentlich richtig kacke zum Tragen alleine. Da macht ihr euch nur kaputt, holt dann lieber eine leichtere Bohle. Hier sind ein paar Fehler am Holz, die werde ich jetzt grob mit der Handkreissäge mal raustrennen. Ich werde das Holz jetzt als erstes auf meinen Besäumschlitten gerade bekommen und werde auch schon ein paar Risse rausschneiden. Da werden zwar später fertige Risse im Objekt drin sein. Im Objekt. Da werden später ein paar Risse drin sein. Im Stuhl, im fertigen, aber die können wir dann zur Not auch ausfüllen mit Harz. Aber ich will halt diesmal nicht so extrem viele Risse drin haben, weil es halt auch schon ein gutes Stück aufwendiger ist, das Ganze abzukleben und manchmal werden die Risse auch nicht ganz so schön. Auf jeden Fall will ich einfach mal schauen, wie viel Holz ich denn noch so ablenken muss, dass ich da mein Material verschwende. Übrigens gleich den Schlitten, den wir benutzen werden. Darüber gibt es ein eigenes Video, wie ich das Teil gebaut habe. Das verlinke ich dir mal in der Beschreibung oder oben rechts im Eck. Ist richtig praktisch. Seht ihr aber auch gleich nochmal, warum das Teil so praktisch ist. Ganz wichtig, das werden euch auch die Schreiner sagen, wenn ihr Massivholz zuschneidet und jetzt speziell den groben Zuschnitt macht, dreht das Kreissägeblatt ganz raus. Ihr seht, bei mir geht es relativ schwierig, weil ich das nicht so oft ganz rausdrehe. Aber dann wird die Kraft eher auf den Tisch gerichtet und das ist das, was wir jetzt wollen. Speziell, wenn ihr Holz schneidet, was das Kreissägenblatt gerne mal ein bisschen zusammendrückt, da soll die Kraft schon eher auf den Tisch gerichtet sein als nach vorne. Boah, Alter, warum geht die Kacke so schwer? Da ist ein Schmiernibbel dran, den habe ich vor 3 Jahren das erste Mal und das einzige Mal geschmiert. Könnte ich mal wieder schmieren, glaube ich. So. Sieht das gut aus? Das sieht sehr gut aus. Das hier ist die gute Führung. Die werden wir jetzt da
dafür benutzen. Habt ihr gesehen, wie kinderleicht das Ganze funktioniert hat? Und jetzt haben wir halt einfach solche Stücke, die auch für mich sogar bei diesem Projekt zu viele Risse haben. Das wird mich beim Hoben Probleme geben. Das verdrückt sich dann, wenn es durch die Dicke schiebt und es wird ja nicht so genau. Das benutzen wir nicht. Stattdessen haben wir jetzt hier ein wunderschönes Brett. Wir haben hier ein paar leichte Risse, aber mit denen kann ich klarkommen. Und jetzt legen wir es einfach uns mal so zusammen und ihr seht schon SR, das ist Seite rechts. Habe ich mal vormarkiert, aber ich will die Stücke aus verschiedenen Baumscheiben zusammenleiben, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Unterschied drin. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Und jetzt legen wir sie mal so zusammen, dass wir genug Holz für jede Seite haben. Ich hätte mir jetzt schon mal eine Seite. Ich weiß noch nicht, ob ich sie kleiner unterschneiden möchte, um noch mehr Struktur reinzubekommen. Ich weiß es noch nicht. Aber das hier werde ich später noch abkappen. Ich habe jetzt hier als einen ganzen Haufen Holz zugehobelt. Das ist das Seitenteil, das ist das Rückenteil. Das werde ich hier aus diesen massiven Stücken machen. Da sind noch gar keine Rissen drin. Die werden richtig cool aussehen. Hier haben wir das Sitzstück, das werde ich in der Mitte aufspalten und hier haben wir noch ein Seitenteil. Und vorne liegt noch ein Frontbrett, aber das ist im Prinzip so das ganze Holz, was wir für das Projekt brauchen. Mal eine andere Frage, möchtet ihr vor dem Stuhl Pläne? Ich weiß nicht, ob das ein Projekt ist, was euch interessieren würde nachzubauen. Derzeit gibt es noch keine. Wenn du Bock auf Pläne hättest, kannst du mal an der Umfrage oben rechts dran teilnehmen. Da würde ich dann welche machen, die würden dann ein paar Euro kosten und wenn ihr die dann möchtet, könnt ihr euch die holen. Genau. Das war echt relativ viel Abrichtarbeit. Hat aber auch super viel Spaß gemacht. Hat sehr gut funktioniert. Jetzt können wir uns mal um die Dicke kümmern. Okay, hier haben sich ein paar Späne angesammelt. War auch nicht weiter tragisch. Ich habe da echt der Maschine richtig Vollgas gegeben. Da habe ich teilweise 2-3 mm beim Abrichten abgenommen. Hat sie echt gut gepackt. Einmal habe ich ein bisschen viel Material weggeholt. Also bei knapp 20 cm Breite sind dann 2 mm bei der Dinghobelmaschine schon vielleicht ein bisschen viel. Ich werde jetzt... Boah, die Hälfte von was haben wir da? 21 ist die Hälfte von 46. Ich werde jetzt die Hälfte markieren. Bin auch richtig aufgeregt, denn ich werde das hier versuchen, mit diesem Blatt hier längs durchzuschneiden. Ich habe zwar noch ein breiter Riss, aber ich werde jetzt trotzdem mal probieren, ob es mit dem funktioniert, denn wir alle kennen es. Wir alle sind zu faul, in den meisten Fällen, die Blätter zu wechseln. Ich werde es jetzt hier mit dem Messschieber ankratzen. Das gibt mir dann einmal die Führung. Und tada! Ulig. Leider hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ihr seht, hier ist ein ziemlich großer Versatz. Das werde ich rausgehobelt bekommen. Das wird auch später auf jeden Fall stabil genug sein. Ist ein bisschen schade, aber das liegt halt, wie gesagt, daran, dass die Bandsäge unten keine Führung hat. Ich werde jetzt mal auf die gleiche Dicke hobeln und dann sieht es nochmal ein gutes Stück schöner aus. Ihr seht, ich habe gerade einiges gehobelt. Ich habe als erstes die breiten Bretter auf Dicke gehobelt. Und das habe ich vor allem so getan, dass ich jetzt überall die gleiche Dicke habe. Und anschließend habe ich die Bretter hochkant durch die Hobelmaschine geschoben, habe die Seiten gehobelt. So haben wir einfach ein richtig schönes Hobelbild, um das Ganze hier später zu verleimen. Das hier wird auch später die Rückenlehne. Und hier in die Mitte kommt dann hier dieses schmale Stück und hier sieht man dann diese schönen großen Stücke. Ich möchte aber kein gerades Brett haben. Das Brett soll sich nach oben ein bisschen verjüngen. Und das werden wir uns jetzt gleich anreißen. Und das schneiden wir dann auch einfach in der Bandsäge aus.
Da sieht man mal, wie viel Power die Bandsäge gleich haben wird. Das Rückenstück soll ungefähr 50 cm vom Sitzstück nach oben rausschauen und das ist dann so unser Anhaltspunkt, wo wir dann das Ding jetzt gleich schräg schneiden werden. Ich benutze für diesen Schnitt ein relativ grobes Blatt und mir ist auch eben eingefallen, mir ist eben aufgefallen, dass der Tisch nicht 90 Grad zum Blatt gestanden hat, deswegen ist auch das Brett, was ich eben aufgeschnitten habe, so ein bisschen schräg verlaufen. Das habe ich jetzt mal eingestellt und ja, jetzt werden wir einfach mal den Schnitt probieren und schauen, ob es funktioniert. So schlecht ist es aber eigentlich gar nicht geworden. Die Bretter sind relativ gleich geworden. Nur hier oben das Brett, das muss ich später mit dem Handhobel noch ein bisschen runterhobeln. Aber ansonsten bin ich echt happy für eine Bandsäge, die schon 60 Jahre alt ist. Das können wir jetzt alles mal verleimen. Diesen Leimüberschuss hier machen wir weg. Dann muss ich später nicht so viel schleifen. Und hier an dem Leimaustritt sieht man, dass die Leimfuge richtig schön gleichmäßig geworden ist. Einfach ein schönes Zeichen. Während die Rückenlehne jetzt draußen trocknen kann, werde ich mich mal hier um die Seitenteile kümmern. Die werde ich jetzt auch alle auf die gleiche Dicke hobeln und die können wir dann auch zusammen leimen. Ihr könnt sehen, ich habe hier mal jetzt so grobe die Außenform von dem Stuhl drauf gezeichnet. Wird auf jeden Fall eine richtig coole Form ergeben. Und wir werden den Klotz jetzt erstmal verleimen, damit wir den Stuhl möglichst bald auch fertig bekommen. Unsere Rückenlehne konnte jetzt trocknen. Und ihr habt ja eben schon gesehen, dass hier so ein relativ großes Stück Versatz ist. Und das werde ich nicht wegschleifen. Das werde ich jetzt mit dem Elektrohobel hier erstmal so grob runterbringen. Und ich denke dann mit dem Bandschleifer und dann mit dem Extenderschleifer, dass sie erstmal schleifen, damit das hier mal schön gerade wird. Ich bin echt so froh, dass es wieder so warm ist, dass ich auch hier problemlos wieder was in der Werkstatt verleimen kann. Denn im Winter ist das ein richtiges Problem. Und ich weiß auch nicht, das kann in diesem Jahr kann das auf jeden Fall nicht so weitergehen. In diesem Jahr muss ich mir eine Alternative suchen. Auf jeden Fall haben die Bretter hier jetzt ungefähr eine Stunde, ich glaube eineinhalb Stunden, konnten die jetzt trocknen, draußen in der Sonne. Und hier ist der Leim auch noch nicht ganz hart, das bedeutet, den kann ich dann gleich auch abschaben und werde dann als erstes mal mit 80er Korn alles schleifen und dann meine Seitenform aufzeichnen. Ich habe mir in SketchUp mal so ein paar ungefähre Maße gemacht. Ich werde das jetzt aber hier zeichnerisch auf die Seite mal drauf bringen. Das wird nicht ganz so aussehen wie hier meine Skizze, aber so ähnlich. So, hier kommt auf jeden Fall mal eine Schräge dran. Ich werde es jetzt doch ein bisschen anders machen. Ich werde jetzt das Ganze hier mittig drauf bringen und dann halt einfach festspannen. Aber so kann ich besser meine Risse, meine Linie, die ich dann jetzt hier dran gemacht habe, besser an das Brett anlegen. Die untere Aussparung wollte ich eigentlich aus fräsen, aber mein Bündigfräser ist nicht hoch genug. Deswegen schneide ich es jetzt auch einfach aus und schleife es dann. Als nächstes kümmern wir uns darum, das Ganze mal zu befestigen. Da habe ich mir hier so eine Leiste zugeschnitten. Das ist ein Abstandshalter, wenn wir das Ganze gleich zusammenbauen. Und weil ich nicht so lange Schrauben habe, werden wir jetzt von der anderen Seite mit einem Forstnerbohrer die ganze Platte so ein bisschen schwächen, sage ich mal. Denn
Jetzt muss ich aufpassen. Ich muss hier irgendwie mit einer Schraube, wir werden es gleich mit einer Schraube festmachen, muss ich ja auch irgendwie in das andere Material reinkommen. Das sieht gut aus. Wobei ein bisschen weniger, ne? Jetzt kann ich nämlich wieder hier meine Anschlaghölzer holen, spannen sie hier drauf. Hier habe ich noch einen Anschlagklotz. Und jetzt kann ich mich mal probieren, das Ganze irgendwie so zusammenzustellen. Denn ich will das auf dem Boden zusammenbauen, damit der Stuhl auch hoffentlich nicht kibbelt. Hi, Philipp. Du, Philipp. Ja, aber das wird geil. Wobei, ich werde doch noch eine Holzplatte unterlegen, damit ich echt auf Nummer sicher gehen kann, dass der Stuhl möglichst gerade wird. Denn das wäre sehr ärgerlich, wenn der schief wäre. Schrauben sind nicht die Endlösung, ich werde da später Holzzwiebel reinbringen. Aber jetzt kann ich dann einfach mal alles damit zusammenhalten und besser weiterarbeiten. Oh nee, Alter, was hab ich denn da jetzt gemacht für Scheißdreck? So, es ist jetzt ein Tag vergangen. Ich habe gerade hinter der Kamera einmal hier dieses Brett, das habe ich auch einfach mal verleimt. Das habe ich noch mit 80er-Korn gerade geschliffen, dass hier so die Leimfugen ein bisschen weg sind. Und das hier ist auch später das Sitzstück. Das werde ich jetzt auf Breite zuschneiden und dann mal auf Länge. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze hier in den Stuhl reinpasst. Auch jetzt werde ich wieder hier meinen Besäumschlitten benutzen, um dieses abzulenken, und da habe ich mir gestern war das noch einen kleinen Trick angeeignet. Und zwar habe ich hier keinen Schiebeschlitten, der so breit ist, aber hiermit kann ich einfach viel, viel größere Sachen noch schneiden. Und jetzt kann ich durch die Gewichte, jetzt kippt es auch nicht rum, jetzt kann ich das einfach hier drauf ausrichten. Und so könnte ich dann auch, falls das Brett gleich nicht rechtwinklig sein darf, weil der Stuhl hinten nicht rechtwinklig ist, auch einen schiefen Schnitt machen. Aber auch so könnt ihr halt auch einfach einen rechtwinkligen Schnitt machen. Ihr zeichnet euch das Ganze einfach mit einem Zimmermannswinkel an, zieht die Striche runter, damit ihr das auf eurem Brett hier ausrichten könnt und könnt es dann schneiden. Jetzt habe ich natürlich vergessen, dass hier eine Schräge ist. Und ich will da nicht einfach 90 Grad Winkel hier hinten dran drücken, das sieht ja dann blöd aus. Deswegen werde ich jetzt erstmal schauen, ob das Brett rechtwinklig bleiben kann oder ob ich da auch noch was anpassen muss. Und da muss ich nichts anpassen. Das passt soweit. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den Winkel messen. Das mache ich hier mit so einem einfachen Winkelmesser. Und das kann ich dann meiner Kreissäge einstellen. Und dann einfach schneiden. Dann stellen wir jetzt einmal 8 Grad auf meiner Tischkreissäge ein. Auch vielleicht so eine Eigenheit. Man stellt das Ganze einfach so hier unten ein. Man hat hier die Skala und keine Kurbel, mit der man das einstellt. Aber man kann das hier echt richtig schön genau einstellen. Und die ist generell sehr, sehr genau verbaut. Gebaut. Oh Mann. Was ich noch vergessen habe, mir ist mal aufgefallen, bei den meisten Kreissägen neigt man das Blatt nach links. Bei der neigt man es nach rechts. Das bedeutet zum Anschlag. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob deine Kreissäge sich auch in die Richtung neigt oder in die andere. Wie gesagt, das sieht man nicht bei so vielen, glaube ich. So, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass ich den falschen Winkel gemessen habe. Ich habe auf die Schräge gemessen und das war falsch. Ich brauche keine 8, sondern 15 Grad. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal durchstellen. Als nächstes müssen wir ja irgendwie dieses Sitzstück befestigen können. Und ihr seht, hier auf der Seite habe ich es nämlich schon gemacht. Da habe ich einfach hier einen Platzhalter zugeschnitten. Und mit dem kann ich dann später die Leiste festmachen. Aber ich will auch, dass hinten die Schräge, dass die passend ist. Und deswegen lege ich mir das Ganze hier an, hole mir dann noch hier so einen Platzhalter und kann dann die Schräge auf mein Kantholz übertragen und kann das dann gleich einfach ausschneiden. Wenn ihr dann euer Stück auf die richtige Länge zugeschnitten habt,
könnt ihr es festspannen. Ihr könnt es auch natürlich direkt reinschrauben, aber wenn ihr es festspannt, habt ihr so eine Vergewisserung, dass euer Werkstück auch am richtigen Platz ist. Denn die Schrauben, die drücken dann manchmal das Kantholz immer ein Stück weg. Und dieses Brett passt jetzt hier richtig schön rein. Ich werde mir jetzt auf der rechten und linken Seite die Schräge anzeichnen, werde das dann wieder auf meinen Schiebeschlitten draufspannen und dann einfach passend abschneiden. Dorthin muss ich jetzt noch eine Querleiste drunter schrauben und ich habe die Löcher hier relativ groß gemacht, damit das Holz hier auch sich ein bisschen bewegen kann, dass es arbeiten kann. Und ich habe eine Idee. Ich spanne jetzt hier solche Leisten drunter, damit ich es gleich ganz einfach festschrauben kann. Passt das noch so? Ja, das passt doch sehr gut. Ich habe jetzt unten dieses Brett untergespannt und hier hinten dran befinden sich auch noch Leisten. Die habe ich einfach in die Seiten geschraubt. Die verhindern, dass sich hier die Position so ein bisschen verändert. Und ich werde jetzt mit einem 8er Bohrer hier schräg. Ja. Esser, komme! Jawohl. Komm so vor. Jetzt kann ich das Brett hier nicht festleimen, weil hier alles versetzt ist. Das Ganze hat jetzt genug Zeit zu trocknen. Ich werde jetzt alles auseinanderbauen, werde alles bis zur Körnung 320 schleifen, werde ein paar Teile hier, das sind diese Seitenteile, die werde ich auch fest leimen, wenn ich später alles geschliffen habe, und dann kann ich es final zusammenbauen. Ich habe den Stuhl jetzt soweit fertig zusammengeschraubt und ich habe an den Seiten die Schrauben doch nicht durch Dübel ersetzt. Warum? Ganz einfach, die Leimverbindung wird das Ganze schlussendlich am meisten tragen. Die Schrauben dienen jetzt nur so ein bisschen zum Anziehen, damit der Leim auch einen Anpressdruck hat. Und diese Löcher, diese 25er Löcher, die will ich gleich mit Walnuss verschließen. Das gibt dann auch nochmal einen schönen Kontrast. Und dafür werde ich meine Vorrichtung benutzen, mit der man Rundhölzer herstellen kann. Darüber gibt es auch ein eigenes Video. Das ist genau so ein Ding, warum die Vorrichtung praktisch ist. Ich tue mir jetzt direkt einen Lumpen mit Wasser und reibe den Holzleim ab, damit der keine hässlichen Marken am Möbelstück hinterlässt. Ich habe gerade eine Hilfe in der Werkstatt, und zwar die liebe Julia. Der Stuhl konnte jetzt über Nacht trocknen. Hier diese Pins, die konnten trocknen. Und die müssen wir abschneiden. Ich habe aber nur eine normale Chinasäge. So eine. Das bedeutet, die hat Grat. Ich hasse es, wenn das Handy klingelt. Ihr könnt euch jetzt einfach hier ein Stück Pappe holen oder vielleicht im besten Fall noch ein bisschen was Dünneres. Haltet das hier dran und jetzt könnt ihr nämlich eure Säge ans Holz randrücken, ohne dass ihr das Holz verschrammt, und könnt hier das überschüssige Material ganz einfach abschneiden. Ja, das ist vielleicht ein bisschen dicke Pappe. Wir sind jetzt wirklich komplett fertig mit dem Stuhl, außer natürlich das Finish. Und da benutze ich auch wieder mein eigenes Finish. Das stelle ich selber her. Das ist eigentlich, was heißt das eigentlich? Es ist lebensmittelecht. Das bedeutet, ihr könnt das auf Holzschneidebretter, Holzschalen machen und so weiter und so fort. Das ist das Zeug, was ich schon seit Jahren bei meinen gedrechselten Schalen benutze. Und das ist auch speziell fürs Drechseln, ist da die Konsistenz richtig schön. Es gibt es, glaube ich, noch nicht, aber wirklich in ein paar Tagen ist es wirklich fertig. Und dann gibt es das auf meinem Shop. Warum nutze ich das hier und jetzt kein Leinöl? Erstens, ich will mal was anderes ausprobieren. Vor allem bei Leinöl stellen sich dann später doch noch irgendwann die Holzfasern hoch.
Aber ich habe hier oben, auch noch mein eigenes Finish mal ausprobiert. Hier seht ihr es und das ist so schön glatt und ich habe das jetzt nur mit 320er Korn geschliffen. Hier hat man auch noch den Riss, da hat man dann das Wachs, das setzt sich da so ein bisschen rein. Das sieht ganz schön aus und sieht halt einfach super schön aus. Wie trägt man das Finish auf? Das ist echt relativ simpel. Ich habe jetzt hier ein Baumwolltuch, das ist ein altes T-Shirt und das verreibt man jetzt einfach hier drauf. Hier seht ihr ein paar Holzwürmer, da sind ein paar Löcher am Holz. Und die werden wir jetzt auch so ein bisschen zusetzen mit dem Wachs. Und ihr seht auch, wie schön die Farbe vom Walnuss herauskommt. Was an dem Finish auch ganz cool ist, hier seht ihr eine kleine Leimfuge. Da habe ich es nicht richtig gespannt. Und wenn jetzt da mit dem Finish drüber geht, sieht man es schon nicht mehr. Da könnt ihr eigentlich mal ganz gut ein bisschen fuschen und könnt solche Fehler dann auch wieder so ein bisschen unsichtbar machen. Das Finish konnte jetzt ungefähr einen Tag einziehen. Das reicht auch mehr als aus. Ich habe nur an manchen Stellen ein bisschen viel Finish drauf gemacht und es ist jetzt relativ kalt geworden. Meine Werkstatt ist ja immer so kalt, wie kalt es draußen ist. Und wenn ihr zu viel Finish drauf macht, dann merkt man halt eben, dass da so ein bisschen Wachs ist. Das könnte man, wenn es frisch wäre, könnte man es einfach einreiben. Ist jetzt aber auch kein großes Problem. Ich habe jetzt hier eine Poliermaschine, damit habe ich auch den Tisch behandelt. Da gehe ich jetzt einfach drüber, das poliert das Ganze noch einmal ein Stückchen mehr auf, dann glänzt es sozusagen. Und das ganz, ganz bisschen Finish, was zu viel drauf ist, könnt ihr dann einfach mit runterholen oder beziehungsweise noch einpolieren. Boah, ist ja so schwer. Ja, wenn man den so massiv baut. Ich glaube, wir müssen aber irgendwo rumdrehen, oder? Ja, das macht Sinn. Ne? Das ist so schick aus. Ich mal drin. Und ist nicht gemütlich, oder? Doch, ist auch gemütlich. Ich erwarte, dass er nicht gemütlich ist. Vor allem ist eigentlich auch echt gemütlich. Der Stuhl ist fertig im Hintergrund, seht ihr ja eh so jetzt noch ein paar nähere Einblicke von dem Stuhl. Du kannst ruhig drauf sitzen bleiben. Achso, okay. Ja, der Stuhl ist fertig. Der ist für die liebe Julia. Ja. Sie konnte sich zwar nicht aussuchen, weil ich habe keinen Platz, den irgendwie hinzustellen. Deswegen habe ich ihn einfach gebaut und ich stelle jetzt zu der Julia. Aber ich durfte den Stoff aussuchen. Ja, sie durfte den Stoff aussuchen. Das hat auch übrigens die Julia gemacht. Wenn ihr Fragen zum Stuhl habt, was ich hier gemacht habe, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, könnt ihr dem Kanal gerne folgen. Ich werde jetzt schon bald mit einem richtig coolen weiteren Massivholz-Projekt anfangen. Das Holz dafür seht ihr schon hier. Das ist schöne Esche. Das ist für alle Gartenliebhaber. Ist das sehr interessant. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich da baue. Übrigens auf Instagram habe ich nämlich schon gesagt, was ich baue. Vielleicht das mal als Hinweis. Das Projekt ist auf jeden Fall jetzt endlich fertig. Ich freue mich schon auf das nächste. Und das soll es für heute gewesen sein. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Tschüss.